Freunde, wo sind die alle? Oh mein Gott, die sind hier alle am Start. Oh mein Gott. Oh, da ist der Nächste. Da ist der Nächste, was? Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen eine Runde Fortnite, Freunde. Und es gab ein neues Fortnite-Update. Über 2 GB, sogar fast 3 GB groß war es. Und ich würde sagen, wir spielen mal wieder ein kleines bisschen. Und checken direkt mal aus, was es Neues gibt. So, da hinten landet auch einer bei der Kiste. Da landet auch einer. Sehr nice. Da haben wir doch direkt geiles Equipment. So, ganz kurz. Okay, er hat uns nicht gesehen. Der andere läuft irgendwo da hinten. Wir graben uns noch kurz hier die Shotgun. Okay. Den haben wir einfach mal absolut nicht getroffen, Freunde. Würde ich sagen. Greifen wir den auch einfach mal so an. Easy, er hat nämlich den anderen hier gekillt. Nice, danke fürs Equip. Die Kiste hier drin hole ich mir natürlich auch noch. Ja, Freunde, es gab ein neues Fortnite-Update und ich würde sagen, wir checken einfach mal, was es alles Neues gibt. Ein Punkt, der mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist hier unten rechts vom Fadenkreuz hat man jetzt eine Anzeige, wie voll das Magazin von der Waffe noch ist. Allerdings nur, wenn man drauf geht auf die Waffe und wenn man nachlädt, sieht man auch die Nachladezeit, was ich ehrlich gesagt verdammt gut finde. Aber das jetzt hier wirklich genau in der Mitte vom Bildschirm in seinem Blickfeld drin zu haben, finde ich schon verdammt nützlich auf jeden Fall, Freunde. Ansonsten, ich weiß auch nicht genau, ob es eine neue Waffe seit dem Update gibt. Soweit ich weiß, allerdings aber nicht. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das werden wir jetzt gleich einfach mal rausfinden, indem wir hier noch ein kleines bisschen spielen. Hoffentlich werden wir jetzt nirgends weggeholt irgendwie mit der Sniper. Nein. Easy. Sehr schön. Wir werden einfach mal, wie gesagt, noch ein kleines bisschen spielen und schauen mal, was wir noch so Neues entdecken, Freunde. Beziehungsweise neue Waffe gibt es, soweit ich weiß nicht, aber es gibt doch eine, diese Bandages Gun oder so. Ist, glaube ich, wieder zurück. Oh, hey. Oh, Freunde, auf Ehrenbasis. Ersten Schuss abgrundtief schlecht getroffen. Lol. Okay, nice one. JJ auf jeden Fall. Ah, hier genau, da haben wir es schon. Die Bandages Gun, Freunde. Die gibt es jetzt wieder. Aber die will ich natürlich nicht mitnehmen. Ich will das Ganze lieber so machen. Das ist doch schon schön viel besser. Dann snack ich mir noch schnell die Minis, dass ich wieder ein bisschen Shield habe. Und da ist schon der nächste direkt, Freunde. Oh, lol, was war das denn, Freunde? Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Lol. Okay, dass der so low war, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Okay, der hat aber auch wirklich gar kein Equip gehabt. Shit, okay. Aber jetzt bin ich natürlich wieder schön low, ne? Geil. Danke auf jeden Fall dafür. Oh, nice. Hier haben wir noch eine Kiste, Freunde. Bitte, bisschen Shield. Ja, immerhin ein paar Minis. Das ist doch nicht schlecht, Freunde. Das ist immerhin schon mal etwas. Ansonsten, in der Zone sind wir auch. Das ist sehr gut. In dem Haus hier ist, glaube ich, keiner mehr drin. Also wir können da entweder nochmal kurz reingucken. Aber ich denke, das wird auch komplett leer gelootet sein. Warum? Sollten die Leute hier auch irgendwas übrig lassen. Ja, hier die Kisten sind auch weg. Übrigens, eine Sache ist mir aufgefallen. Jetzt hat gerade eben erstmal die erste Zone begonnen und es leben schon nur noch 22 Leute. Ist euch das auch aufgefallen, dass seit dieser Season, habe ich irgendwie das Gefühl, gehen die Runden viel, viel schneller. Ich weiß nicht, woran es liegt. So, jetzt haben wir immer durchs Lagerfeuer schon mal wieder 100 HP. Aber ein bisschen Shield könnten wir trotzdem noch gebrauchen. Also wie gesagt, ich weiß nicht, woran es liegt oder ob ich das auch nur meine. Aber schreibt mir erstmal bitte in die Kommentare, ob ihr auch der Meinung seid, dass ich finde, die Runden sind auf jeden Fall viel, viel schneller vorbeigegangen, beziehungsweise die Leute gehen viel schneller down. Oh, Freunde. Lol, der kriegt es auch nicht hin, was zu bauen. Und ich krieg's nicht hin, zu treffen. Da fuck, Freunde, oh mein Gott. Alter, er hat noch nicht mal irgendwas gebaut. Okay, es kann auch sein, dass es wahrscheinlich ein Bot war. Hä, Freunde? Das ist ja hart peinlich, das muss man ja eigentlich rausschneiden. Aber er hatte immer eine blaue. Ah ja, das ist auf jeden Fall nice Equipment. So, hier ist auch jemand gestorben. Liegt hier noch was Schönes für mich? Nee, schade. Freunde, ey, das war ja gerade wirklich peinlich. Einfach absolut gar nichts habe ich getroffen. Den hätte ich auch richtig geil eigentlich mit der Sniper killen können. Hätte ich mir eine Wand und dahinter eine Treppe gebaut, hätte ich ihn richtig geil snipen können. Naja, egal. Okay, und für die nächste Zone müssen wir ein kleines bisschen moven. Also noch im grünen Bereich, hätte ich mal gesagt. Aber ein bisschen was ist es auf jeden Fall. Ich nehme mir da vorne noch das Medpack, was da liegt. Nehme ich mir noch anstatt die Nades mit. Ich denke, das kann ich auf jeden Fall besser gebrauchen. Oh, da ist jemand, Freunde. Oh, auf dem Haus. Er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Okay, er ist jetzt hier runtergegangen. Hat er mich gesehen? 100er Hit? Ah, schade, leider nur 100er Hit, Freunde. Ist natürlich ehrenhaft wenig gewesen. Schade.
Was? Wie gut hat die mich getroffen? Wow, da war ich auf jeden Fall mal wieder absolut lost, Freunde. Geil gemacht auf jeden Fall von mir. Aber irgendwie muss ich sagen, war ich damit gerade überfordert. Irgendwie so zack, zack und instant war ich down. Ich konnte irgendwie gar nichts machen, Freunde. Aber naja. Wir sind jetzt auf dem Anflug auf Salty Springs, Freunde. Hab mir gedacht, wir gehen mal hier hin, wo nicht ganz so viel los ist, aber hier ist irgendwie sau viel los, Freunde. Ich dachte mir hier, kleines Dorf, da wird doch wohl nicht so viel passieren. Aber nein, es ist in der Tat recht viel los hier. Wie kann das sein? Das ist gar nicht cool, Freunde. Okay, immerhin schon mal eine Shotgun. Das ist auf jeden Fall eine gute Waffe für die erste Verteidigung. Aber wir haben hier auf jeden Fall auch jemanden im Haus, was eher uncool ist, würde ich mal behaupten. Oh, nice, Freunde, die gönne ich mir noch. Oh, nice, und auch noch eine AR direkt am Start. Gönnung. Hier, da höre ich doch einige Schritte. Bruder, wo bist du? Oh, shit, Freunde. Da brauche ich erstmal, da bin ich erstmal weg, Bruder. Bruder muss los. Bisschen wenig Leben, so gefällt mir das nicht. Okay, er ist weg. Uff, okay, und da ist er down. Nice, Freunde. Hab natürlich jetzt nicht mehr so viel Leben. Das ist ungeil. Aber ich hole mir einfach die Kiste, Freunde. Vielleicht ist da ja was Gutes drin, was ich brauchen kann oder auch eher nicht. Mann, was ist denn los? Warum bin jetzt bin ich wieder so absolut low und kann wieder nichts tun, Freunde? Auf die habe ich keinen Bock. Die kann ich mal behalten. Mann, ich muss abhauen. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Ich muss hier einfach weg und irgendwo schauen, dass ich Healing herbekomme. Yo, ich werde noch abgeschossen. Ich bin absolut down, Freunde. Oh, einen Hit konnte ich austeilen, aber er hat auch kein Shield. Kommen die Nades soweit erst soweit an? Ja, die kommen soweit an. Krass. Okay, er ist irgendwie weg. Nice one. Okay, dann bin ich auch mal schnell weg, Bruder. Bitte lass hier was Ordentliches drin sein. Bitte, bitte, bitte. Ja, eine Kiste. Komm. Okay, immerhin ein bisschen Shield. Immerhin, Freunde. Nice one. Sehr schön. Ich habe mir zwar eigentlich mehr gewünscht, aber immerhin war ja auch noch eine ganz gute Sniper, mit der ich was reißen kann. Okay, und weiter geht's. Also somit noch nicht mal 100 HP ist schon richtig ungeil, muss ich zugeben. Und hier irgendwo links, da, okay, das, die Schüsse waren in der Stadt, die ich da gehört habe. Aber eigentlich muss ich da hin, weil nur da gibt's Healing. Oh Mann. Oh, hier vorne direkt. Okay, 100er Hit. Okay, Freunde, das ist doch wohl ein Bot, ey. Das ist doch wohl ein Bot. Ja, danke, Bot. Oh, oh mein Gott, krasse Waffen. Aber Freunde, ich bin so down. Ich bin so down ohne irgendwas Gescheites hier. Ohne Healing bin ich so down. Mein klar, das eine. Da oben ist der nächste. Oh mein Gott. Ey, das darf doch nicht sein. Was hätte ich denn anderes machen sollen, Freunde? Ich musste ja eigentlich in die Stadt gehen, weil wäre ich nicht in die Stadt gegangen, dann hätte ich wahrscheinlich oder mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kein Healing gefunden. Aber da waren halt leider Leute, Freunde. Scheiße, Mann. Was soll ich wirklich sagen? Es ist einfach... Ich, wie gesagt, mir blieb nichts anderes übrig, als in die Stadt zu gehen, aber war halt einfach Pech gehabt. Aber ihr kennt meine Devise, aller guten Dinge sind drei. Deswegen spielen wir jetzt hier die dritte Runde, liebe Freunde. Und wir landen natürlich bei Weeping Woods. Wie gesagt, ich möchte das gar nicht immer, aber der Bus fliegt einfach so. Da kann ich wirklich nichts dagegen tun, Freunde. Ihr müsst mir glauben. Yo, Bruder, chill doch mal, ey. Rage doch mal nicht direkt so hart ab, ey. Komm, trau dich zu pieken. Ja, nice. Läuft auf jeden Fall bei dir. Wisst ihr, noch nicht mal die Kiste hat er sich gegönnt. Der hat sich wirklich die erstbeste Waffe und direkt... Freunde, wo ist der erste Gegner? Chill doch mal. Loote doch erstmal einen Moment. Danach kannst du mich immer noch angreifen. Aber die Leute, die so instant wirklich alles dafür geben, irgendeinen Kill zu machen. Oh, ey. Naja, Freunde. Schauen wir mal hier. Hier noch was Schönes. Ja, nice. Noch ein bisschen Shield gefunden. Perfekt. Da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder 100 Shield. Wenn wir jetzt noch ein kleines und ganz, ganz kleines Medpack finden, Freunde, dann kriegen wir auf jeden Fall auch wieder die 200 HP hin. Gute AR haben wir auf jeden Fall auch am Start, die Angel. Ich schmeiß mal raus, Freunde. Oh, da oben auf dem Haus und da vorne, die auch direkt Leute am Fighten. Schauen wir mal hier, ja, nehmen wir die Shotgun noch mit. Zack, und begeben uns auch auf Angriff. Oh, Freunde, lol, er ist direkt hier. Er ist hier reingegangen. Direkt hier drin geht die Party. Oh, Leute, hier geht so hart Party. Alle greifen an. Greifen wirklich alle an. Freunde, wo sind die alle? Oh mein Gott, die sind hier alle am Start. Oh mein Gott. Oh, da ist der Nächste. Da ist der Nächste, was? Wenn ich das hier überlebe, ne, fresse ich drei Besen, wirklich. Das könnt ihr mir glauben, aber sowas von.
Ey, krass, Freunde. Wo sind die alle? Ich habe auch gar nicht mehr so viel Munition. Ja, ich wollte gerade sagen, er muss eigentlich genau hier unter mir sein. Und da ist er auch. Oh, lol. Da draußen ist einer down gegangen. Heftig. Lol, da ist noch eine Kiste. Was krasses. Ja, das Medpack nehme ich mal für später mit, danke. So ein bisschen Munition wäre cool gewesen. Alter, Freunde, was ging hier ab? Das glaube ich nicht, ey. Holy shit, was war das denn? Ist jemand in dem Turm da oben drin? Jemand ist auf jeden Fall noch im Haus. Okay, ich glaube nicht, dass da noch jemand ist. Bräuchte auf jeden Fall auch dringendst ein bisschen Munition für meine Shotgun, ey. Wir sind auch mitten in der Zone, das heißt, wir müssen nicht moven, Freunde. Der Kampf wird auf jeden Fall, denke ich, noch ein kleines bisschen gehen, ey, shit. Oh, Freunde, da unten. Da hat man ihn kurz gesehen. Ohoho, und da ist er down. Ehre genommen, aber absolut, Freunde. Geiler Schuss. Nice, bessere Shotgun, wieder Munition. Richtig stark. Wir haben zwar nur 2 Kills, aber was da gerade abging, und als ich das überlebt habe, Freunde, oh, da vorne ist der nächste. Wirklich krass, um ehrlich zu sein. Ja, natürlich haben wir nicht getroffen. Warum? Warum probiere ich es eigentlich immer wieder? Warum mache ich das immer wieder, Freunde? Warum? Ich sollte wirklich... Nee, ich bin absolut retarded, ne? Nice, 2 Hits. Okay, er ist da oben über die Rampe gelaufen. Ey, shit. Hier, das baut sich gerade noch auf. Also er ist hier eben erst gelaufen. Oh, da drüben. Denkst du, ich sehe dich nicht, Mate? Er rafft's nicht, dass ich hier bin. Nice. 100er Hit, Freunde. Oh mein Gott. Haha. Geil. Geiler Schuss, Freunde. Das war nice gemacht. Er hat mir zwar leider noch mal ein bisschen Schaden gemacht, aber vielleicht habe ich Glück. Und er hat noch ein bisschen Healing oder so. Und er hat auf jeden Fall geileres Equipment. Nice. Auf jeden Fall ein paar Minis. Das ist schon mal etwas. Wir stecken uns wieder hier hinter dem Baum. Okay, das ist stark, Freunde. Dann, wie gesagt, bessere Shotgun. Bessere AR hatte er nicht. Bisschen Munition hatte er noch. Und vor allem... Ich wollte gerade sagen, ein paar Materials, aber er hatte 30 Materials. Wow. Oh, lol, Freunde. Von da oben vom Berg eine Rakete auf den Turm darüber. Ha, shit. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen aufpassen. Das ist wahrscheinlich der andere Dude einfach da oben auf dem... Ja, lol, das ist der sogar. Der ist hier oben auf dem Berg. Ja, er hat mich gesehen. Nice, ein Hit gegeben. Schade. Nein, warum hat man diese Shotgun ist so langsam, Freunde? Ich hätte ihn so schön abschießen können, aber nein. Lol, wie schnell baut er denn, ey? Lass mich doch mal ein bisschen treffen und schießen, Bruder. Perfekt, er hat seinen eigenen Turm kaputt gemacht. Nein! Freunde, heute ist irgendwie absolut nicht mein Tag. Was soll ich noch sagen? Lasst ihr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat. Checkt auch meine Social Media Links aus und vor allem abonniert den Kanal hier unten, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde. Macht's gut. Ciao.